Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Mass Effect Andromeda, dem Epilog und der, ich sag mal, wahrscheinlich letzten Folge. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das habe ich im letzten Part schon gemacht. Das Spiel ist beendet, aber wir müssen den Epilog genießen und mit unserer Crew reden und da gehört Sarah vielleicht auch dazu. Mal schauen. Geh nur, ich muss mich ausruhen. Ah ne, sie ruht sich einfach nur aus. E-Mail-Terminal noch kurz checken. Danken auch Sie dem Team. Okay, wir gehen das ja alles durch. Ich lese das jetzt nicht. Ihr dürft das gerne machen. Das sind ja nur kurze Mails hier. Aber, ja, sie bedanken sich halt alle. Und zwar alle mit einem Einzeiler. Und ich habe keine Lust, das jetzt alles vorzulesen. Auf jeden Fall sehr cool, dass sie sich alle bedanken. Finde ich gut. Und ja, ist auch realistisch. So, ja, komm, ist egal. Das ist alles Danke, Euphorie, bla bla bla. Ja, okay. Wir haben genug gesehen. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Ebenso wenig wie Ihre. Und genau das ist doch der springende Punkt, oder? Pathfinder, Sie sind spät dran. Kriegen wir nicht mal einen freien Tag? Na toll. Ich rette den Cluster und schon wartet wieder neue Arbeit auf mich. Ich verstehe, dass es Ihnen so vorkommen muss. Aber ohne Sie wäre das hier nicht möglich. Die Außenposten werden zu Kolonien, weshalb der Cluster jemanden braucht, der für ihn spricht. Einen echten Rat. Und obwohl ich persönlich es für verfrüht halte, müssen wir einen Interimsbotschafter benennen, der sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmert. Oder genauer gesagt, Sie müssen jemanden benennen. Einen Interimsbotschafter? Wofür und für wen? Für die Nexus. Das endgültige Ziel war immer ein galaktischer Rat, aber Meridian hat die Dinge beschleunigt. Eine Arche ist gelandet. Die Gewölbe könnten die Außenposten autark machen. Und es steht uns nicht zu, für ein souveränes angaranisches Volk zu sprechen. Ein Interimsbotschafter würde sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmern, bis Wahlen abgehalten werden und wir alle zurücktreten können. Sobald die Zeit dafür reif ist. Nicht, dass ich keine schwierigen Entscheidungen treffen könnte, aber wieso bürden Sie sie mir auf? Weil sie rechtmäßig sein muss. Wir können den Angara keine Wahl aufzwingen. Ebenso wenig wie Kedera oder Eladen. Das ist unmöglich. Aber Sie haben sich für alle eingesetzt. Wenn Sie also jemanden unterstützen, werden zwar vielleicht nicht alle mit ihm einverstanden sein, ihn aber zumindest akzeptieren. Jemand, der für ganz Helios spricht. Ich schlage Pathfinder Raker vor. Normalerweise würde ich für Sie plädieren, nur könnte dadurch der Eindruck entstehen, Sie hätten den Archon getötet, um sich selbst eine Machtposition zu sichern. Deshalb Raker. So würden diese Position und die Kontrolle über die zeitlichen Abläufe innerhalb der Nexus-Familie bleiben. Okay, Raker würde für Stabilität sorgen. Wie wäre es mit einem Kroganer? Ja, ich glaube, ein Kroganer ist nicht so wirklich gut dafür geeignet. Bradley? Ah, wer war nochmal Bradley? Die Moschai würde ich sehr gut finden. Ehrlich gesagt, ich tendiere zur Moschai, aber ich muss mal kurz wissen, wer das hier ist. Ich habe das Gefühl, die ursprüngliche Absicht war es, diese Macht in die Hände der Außenposten zu legen. Und August Bradley hat sich als Anführer bewiesen. In einem deutlich kleineren Rahmen. Außerdem konnte er bei so viel militärischer Unterstützung auf Eos auch kaum scheitern. Okay, dann hören wir uns die Kroganer-Sache auch noch an. Wenn wir Stabilität wollen, sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass die Kroganer bei uns bleiben. Quatsch. Wie wäre es, wenn wir uns für Mordor entscheiden? Haben Sie den Verstand verloren? Das ist auf jeden Fall unorthodox. Das war nur ein Scherz. Wir müssen die Angara an diesem Prozess teilhaben lassen. Sie haben ein Recht darauf. Außerdem würde die Moschai dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu festigen. Dank ihrer Aktion gegen die Rokar besteht bereits eine enge Partnerschaft zwischen uns. Ein Grund mehr, uns auf unsere eigenen Probleme zu konzentrieren. Nein. Wenn wir Helios als Zuhause betrachten wollen, müssen wir anerkennen, wessen Heimat es ist. Ich werde niemanden benennen.
Wir werden die Moschei bitten, als Interimsbotschafterin zu fungieren. Es ist der Eröffnungstag von Meridian und wir geben so viel Macht ab. Genau darum geht es doch, Sie kolonialistischer Holzkopf. Geht es Sarah besser? Gut. Und was diese Entscheidung betrifft, die Politik und das Protokoll, das ist nicht das, worum es bei ihrem Sieg ging. Das Leben bietet so viel mehr als das hier. Sehe ich auch so. Darf ich jetzt endlich mit meiner verdammten Crew reden? Wo auch immer sie steckt. Ja, Atrium, okay. Ah, hier ist unsere Crew. Sehr schön. Jarl. Reden wir erstmal mit Jarl. Feiert man so bei Ihnen eine Party? Ziemlich lahm. Aber sag es dem Gastgeber nicht, dass ich das gesagt habe. Aber Meridian ist schon großartig. Sie haben das Unvorstellbare vollbracht. Ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Nein, ich bin dankbar. Ich hätte mir kein besseres Team wünschen können. Wir haben das gemeinsam zu Wege gebracht. Und genau das, was es ist, was daraus werden kann, kann ich mir nicht mal vorstellen. Allein die Vorstellung, dass Angara und Initiative bei unserem ersten Treffen noch Mühe hatten, einander zu vertrauen. Unsere Ankunft auf Aya war übertrieben. Sie wissen schon, ohne Einladung und in Flammen stehend. Stimmt. Aber dann ist alles ganz gut gelaufen. Ryder, die Angara werden nie vergessen, wie sie die Moschei gerettet haben. Aber wichtiger noch, wir werden nie vergessen, wie sie an unserer Seite die Cat bekämpft haben. Wie wir gemeinsam den Archon vernichtet haben. Meridian ist ein Neuanfang für ihr Volk und das meine. Gemeinsam. Neuanfänge. Darum bin ich nach Helios gekommen. Und ich habe davon geträumt. Ja. Neuanfänge. Dann sollten wir aber auch anfangen. Okay, das hat Jarl also zu sagen. Ja, wo sind unsere ganzen Leute? Da ist Cora. Dann reden wir jetzt erstmal mit Cora. Das ist die einzige, die ich gerade sehe. Hey Ryder, wie geht's Sarah? Viel besser. Hier könnte es bald zwei Ryder geben. Stell dir das mal vor. Die Hyperion bildet Wissenschaftsteams. Wir müssen studieren, was wir haben. Ich habe bei der Organisation geholfen. Das ist ihr Job. Meridian merkt gar nicht, wie ihm geschieht. Und wir sollten nachdenken, wie es weitergeht. Es ist eine neue Wiege der Menschheit. Das ist eine große Sache. Größer, als ich gedacht hatte. Vielleicht waren diese Teams eine kluge Idee. Kleine Schritte, um alles zu begreifen. Bis wir auf dem Berggipfel stehen. Und den nächsten Horizont erblicken. Ich kann's nicht leugnen. Ich will mehr. So viel Macht in unseren Händen. Ob das funktionieren wird? Manchmal muss man einfach den Sprung wagen und sehen, wohin er einen führt. Ja, vermutlich. Was auch geschieht, Sie haben allen ein großes Geschenk gemacht. Gute Arbeit, Pathfinder. Hey, Ryder. Okay, die sagt nichts mehr. Da haben wir unser Ziel nicht erreicht, etwas mit ihr anzufangen, ne? Unglaublich. Aber wenigstens mit Peeby. Liam, mein Freund. Scott, ich habe Ihnen einen Platz freigehalten. In Ihrem Planeten. Was irgendwie total schräg ist. Wurde auch Zeit, dass Meridian eine anständige Eröffnungsfeier bekommt. Das haben wir alle dringend nötig. Ich habe gehört, Sarah ist aufgewacht. Wie geht's ihr? Sie wäre ziemlich wütend, wenn ich darauf irgendetwas anderes als fantastisch antworten würde. Also, fantastisch. Tja, sie ist eben verdammt dickköpfig. Das soll angeblich in der Familie liegen. Hey, wissen Sie, mit wem ich eben geredet habe? Einem Zweite-Welle-Techniker, der frisch aus der Stase gekommen ist. Er hatte gerade seinen ersten Sonnenaufgang in Andromeda gesehen und konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Und das ging nur ihm so? Naja, es könnte sein, dass da eine Art Virus grassiert. Und vielleicht sind Sie ja der Überträger. Es fühlt sich wirklich an, als wären wir zu Hause, wissen Sie? Endlich. Sie hatten seit dem Kampf keine 5 Minuten für sich allein. Hatten Sie überhaupt schon die Möglichkeit, sich das alles bewusst zu machen? Manchmal sehe ich einfach aus dem Fenster und denke mir, wir haben es geschafft. Es ist kaum zu glauben. Ich weiß, was Sie meinen. Einfach nur festen Boden unter den Füßen und das Wissen, er gehört uns.
Ich kann's kaum erwarten, dass noch mehr Leute geweckt werden. Genießen Sie den Augenblick, Pathfinder Rider. Morgen geht unsere Arbeit weiter. Ja, natürlich geht's morgen weiter. Pathfinder, hier! Was? Nee, geh mir nicht auf den Sack. Ich will mit meiner Crew reden. Vetra! Tan hat gesagt, ich darf bleiben und dabei helfen die... Hey, Ryder. Gibt's irgendwelchen Klatsch? Ryder rettet den Tag, Pathfinder des Jahrhunderts. Sie wissen schon, das Übliche. Immer noch? Gewöhnen Sie sich dran. Man wird nach Ihrem Tod alles Mögliche nach Ihnen benennen. Wahrscheinlich schon davor. Wir brechen also bald wieder auf. Ah, sie ist erwachsen und verlässt ihr Zuhause. Sie braucht mich nicht mehr. So weit kommt's noch. Wer kümmert sich hier um alles, solange ich weg bin? Sie stecken unter einer Decke. Mir kommen die Tränen. Ist klar, dass das Ihre Schuld ist. Sie haben uns geholfen. Helios hat sich wirklich zu dem entwickelt, was ich wollte. In vielerlei Hinsicht. Und jetzt machen wir mit Meridian diesen Ort zu unserem. Ich kann's kaum erwarten. Ich bin da, wenn Sie bereit sind. Auf jeden Fall, Drag, mein alter Kriegskamerad. Kleiner. Alter Mann. Dieser Ort ist unglaublich. Es ist nur ein neuer Anfang. Wohin wir jetzt gehen, liegt bei uns. Verdammt, Sie haben mir ja doch zugehört. Trotz des Knirschens Ihrer alten Knochen. Ich habe die übrigen Späher losgeschickt. Sie hätten mich fast in Berichten erstickt, bis ich sie an Tan verwiesen habe. Jetzt schicken Sie sie ihm. Das wird ihn freuen. Er wollte den Job, dann kriegt er auch die Berichte. Es ist noch nicht vorbei, wissen Sie. Es wird weitere Cat geben und anderes. Klar weiß ich das. Und es wird ein Riesenspaß. Kleiner. Naja. Drake ist schon cool. Wie läuft's? Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Es läuft, ich müsste... What? An Bord der Tempest gehen. Nein. Ich möchte hier noch nicht abreisen. Ich möchte noch mit dem Rest der Crew reden, verdammt. Und da haben wir auch Suvi schon. Meridian, huh? Ich sehe es jeden Tag und bin trotzdem immer wieder überwältigt. So langsam sind wir wirklich hier angekommen. Es ist wundervoll. Ach ja, habe ich Ihnen das eigentlich schon erzählt? Das Team arbeitet mit den Angara am Aufbau einer gemeinsamen Forschungseinrichtung. Das klingt aufregend. Ja, nicht wahr? Ich kann es kaum noch erwarten. Wir helfen Ihnen und Sie helfen uns. Können Sie sich vorstellen, was wir dadurch alles erreichen könnten? Allein bei dem Gedanken daran könnte ich schon vor Freude weinen. Das war immer unser Ziel. Schön, dass wir es endlich erreicht haben. Ja, wir wussten immer, was wir wollten. Wir haben es nur eine Weile aus den Augen verloren. Aber jetzt ist es soweit. Es geschieht wirklich und es ist wundervoll. So, Suvi. Hi. Tanzen, da ist Pipi. Wir tanzen jetzt erstmal. Landen wir bald mal wieder irgendwo? Ja, in der Kapsel. Nein, Spaß. Lexi! Sie haben es also überstanden. Sieht ganz so aus. Dann habe ich meinen Job gemacht. Irgendwie. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich werde Sie daran erinnern, wenn Sie mich das nächste Mal zusammenstauchen, weil ich verletzt wurde. Tun Sie das, Ryder. Tun Sie das. Boah, das ging ja schnell. Okay, PB. Wie wär's... Oh gut, Sie sind hier. Vielleicht können die Feierlichkeiten dann ja endlich anfangen. Ich mag's nicht, voll rumzusitzen. Da draußen wartet so viel Spannendes auf uns. Sie wissen, was ich meine. Bringen wir die Sache über die Bühne. Meridian sieht toll aus, aber... Naja, da war ich schon. Das habe ich schon gemacht. Hey, das hier ist ein gewaltiger Erfolg. Es ist wichtig, dass wir ihn genießen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin stolz auf uns. Helios verändert sich und wird es auch noch lange tun. Ich bin einfach nur kribbelig. Ich will nichts verpassen. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Dieses Gerät aus dem Vulkan... Gil denkt, es könnte es mir irgendwann ermöglichen, Pock und Sepp echte Persönlichkeiten einzuprogrammieren. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ein Roboter, der mitten in einem Feuergefecht dumme Sprüche klopft. Oh, Sie sind immer so ernst. Genießen Sie den Moment. Wir sind hier, um zu feiern. Schon vergessen? Was soll ich nur mit Ihnen machen, Pibi? Ich schicke Ihnen eine Liste. Was den Moment betrifft, haben Sie recht.
Die Galaxie läuft uns nicht weg. Also lassen Sie uns ein bisschen Spaß haben. So sieht's aus. So, Gil fehlt uns auf jeden Fall noch. Da ist er auch schon. Hey, Ryder. Das hier soll doch eine Feier sein, richtig? Gewöhnen Sie sich langsam an das alles? An Meridian? Dass der Traum Realität wird? Es ist ziemlich viel auf einmal. Momentan zwicke ich mich noch ständig selbst. Ich bin sicher, jeder hier wäre gerne bereit, sich in eine Schlange zu stellen und das Zwicken zu übernehmen. Und damit Sie es wissen, die Tempest ist fertig und einsatzbereit. Wenn Sie diese Imbissbude verlassen wollen, müssen Sie es nur sagen. Callow ist hier irgendwo und betrinkt sich. Wenn wir leise sind, merkt er nicht mal, dass wir weg sind. Und wer fliegt dann? Sie? Warum nicht? Ich lerne schnell, das kann ja nicht so schwer sein. Nehmen Sie dafür das Schiff von jemand anderem. Wie wär's mit dem Nomad? Nur einmal rund um den Planeten. Nein. Ach, dann werde ich wohl hier unten Spaß haben müssen. So, Callow ist irgendwo und betrinkt sich. Callow ist hier vorne, oder? Nee, die sehen ja auch alle gleich aus. Schön, dass Sie hier sind. Wo ist Callow? Das ist der letzte von unserer Crew, der noch fehlt. Ist der hier drin? Gut, aus dem Kälteschlaf raus zu sein. Da ist Lexi. Landen wir bald mal wieder irgendwo? Hier ist nicht gerade viel los. Ich weiß, ich weiß. Wie läuft's? Es ist überwältigend. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist nicht, was ich erwartet habe. Sloan ist auch hier. Falls Sie ein Schulterklopfen erwarten, muss ich Sie enttäuschen. Na schön. Ich gebe mich auch mit einer Umarmung zufrieden. Wie kann Ihre Crew Sie nur ertragen? Manche Leute finden mich tatsächlich nett. Sogar liebenswert. Ich finde Sie eher unerträglich. Aber ich gebe zu, Sie erzielen Ergebnisse. Das kam einem Schulterklopfen gefährlich nahe. Das bilden Sie sich nur ein. Ja, Sloan. Das war auch mehr eine Zweckgemeinschaft. Ich erwartet hatte. Es ist besser. Aber immerhin. Ryder. Ryder? Ja, ja, das bin ich. Aber wo ist Callow? Danke, Pathfinder. Ach, hier ist Callow, meine Güte. Ryder, genießen Sie die Früchte Ihrer Arbeit? Sie haben es verdient. Danke, Callow. Die Tempest wird gerade überholt und das war auch nötig. Ich dachte, ich lasse sie mal machen. Aber den großen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Meridian sieht aus dem Cockpit völlig anders aus. Ich glaube, ich verstehe jetzt besser, warum sie tun, was sie tun. Wollen Sie etwa Ihren Pilotensitz gegen ein paar dreckige Stiefel eintauschen? Überhaupt nicht. Ich weiß, wofür ich geeignet bin. Ich gebe nicht vor, alles zu verstehen. Aber Meridian muss viele Türen geöffnet haben und nicht alle davon sind sicher. Sie sollen wissen, dass es für mich ein Privileg sein wird, Sie dorthin zu fliegen. Es bedeutet mir viel, dass Sie bei uns bleiben wollen, Callow. Aber natürlich. Und dass ich mein Schiff behalten kann, ist ein zusätzliches Plus. Ich habe viel von Ihnen gelernt, Ryder. Und von Gil. Aber bitte sagen Sie ihm das nicht. Die Dinge werden sich jetzt ändern, aber das ist okay. Nichts geht jemals wirklich verloren. Nein, das sagen wir auf keinen Fall. So, wir werden jetzt auf die Tempest noch schnell zurückkehren. Wir haben mit allen geredet. Wie läuft's? Und ich weiß nicht, ob da noch irgendwas passiert, deswegen machen wir das jetzt noch schnell. Stehlen Sie sich davon? Ich dachte, ich hau ab, bevor mir die Tränen kommen. Das will doch keiner sehen. Diese Offenheit ist Teil dessen, was die Leute zu Ihnen hinzieht. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, das zu würdigen, nach irgendeinem Protokoll. Aber es gibt keines.
Ihr Vater hat diese Position ins Leben gerufen, doch Sie haben sie definiert. Das hier ist großartig, aber es ist seltsam, auf einem Schiff zu sein, das sich nicht bewegt. Wir sind Entdecker und da draußen gibt es noch mehr zu erleben. Suchen wir danach. Das wäre ein würdiger Abschluss jetzt hier. Tschüss Meridian und willkommen Galaxis. Die bisherige Reise. Andromeda-Initiative, ja. Das ist halt unser Kodex, ne? Sam, das ist 100% Lebensfähigkeit in allen bekannten NES-Pathfinder. Greifen Sie bitte auf die VidCon der Tempest zu, um ein wichtiges Update zu erhalten. Die VidCon der Tempest? Alles klar. Okay, hier gibt's doch noch kurz was zu tun. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Lexi, ich habe gehört, Sarah geht's gut. Sie kommt auf die Beine. Natürlich nicht. Ich muss noch einmal kurz mit ihr reden. Vielleicht geht da jetzt was. Meridian, endlich. Es gibt noch immer so viel zu tun. Für die Nexus, für die Angara. Aber nicht heute. Heute können wir uns einfach darüber freuen, dass wir gesiegt haben. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Okay, es wird nichts. Unser Ziel, das ist unsere einzige Quest, die wir nicht erreicht haben. Aber im VidCon hier, da gibt's noch was, was wir uns anhören sollten. Sam. Wir haben 100% Lebensfähigkeit erreicht. Es ist ein bedeutender Meilenstein, Pathfinder. Die Vorbereitungen laufen bereits seit geraumer Zeit. Ein gutes Gefühl, das zu erreichen. Ich aktualisiere Ihre Einsatzziele. Sie haben ein Prioritätsziel. Auf Habitat 7? Was geht hier vor? Ich wurde angewiesen, keinen Missionsparameter preiszugeben, aber verspäten Sie sich nicht. Wir sollen also noch nach Habitat 7. Was ist denn jetzt los? Das Spiel ist eigentlich beendet und auch die Folge ist eigentlich beendet. Ich kann sie nur nicht beenden. Weil hier doch noch irgendwas ist. Tja, Ryder führt uns wirklich an jede Menge interessante Orte. Glauben Sie, es gibt wir noch sind in einem stabilen Orbit. Da wird man echt als wahnsinnig. Ja, werden wir sie finden. Okay, wir werden jetzt noch einmal nach Habitat 7 zurückkehren. Und werden gucken, was da jetzt noch auf uns wartet. Irgendwas ist ja... Wie dem auch sei. Wie gesagt, ich will euch das nicht vorenthalten. Das rüttelt wirklich jeden wach. Habitat 7. Die Welt wartet. Okay. Okay, wir sind wieder auf Habitat 7. Was erwartet mich hier und was hat es mit 100% Lebensfähigkeit zu tun? Ich empfange Signale der Initiative. Magnetosphärenladungen und atmosphärische Sonden. Das Gewölbe hier ist weiterhin nicht funktionsfähig. Aber 100% Lebensfähigkeit ermöglichen das Terraforming mit Technologie der Initiative. Auf die gute, alte, harte Tour. Irgendwann wird auch diese Welt ein Zuhause sein. Dank Ihnen. Das würde meinem Vater gefallen. Da wäre noch etwas, Pathfinder. Ich öffne einen Kanal nach Meridian, Podromos, Diteon, Tafuni, Neutuchanka sowie zur Nexus und den Verbündeten der Initiative. Es wurde einstimmig beschlossen, diese Welt umzubenennen. Habitat 7 ist ab sofort auf sämtlichen Sternkarten als Ryder 1 verzeichnet. Ihre Welt, Pathfinder, die Zukunft aller. Ryder 1.
Es wurde also ein Planet nach uns benannt. Das war das große Ende. Ja, eigentlich sehr cool, dass uns sogar noch ein Planet gewidmet wird. Aber wir haben auch sehr viel dafür getan. An dieser Stelle bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Projekt hat mir riesen Spaß gemacht zusammen mit euch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Spielen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Projekt, Divinity Original Sin. Wenn diese Folge draußen ist, kann es sein, dass parallel schon Divinity angefangen hat, aber ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es ja sehen. Ihr werdet es ja sehen und ja. Ich sage einfach mal Dankeschön und wir sehen uns beim nächsten Projekt.